Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Solid Field von Color Cube Man. Die nächste Map aus der ich Reihe. Ich habe ein faszinierendes neues Testelement gefunden. Es wurde noch nie bei menschlichen Testsubjekten benutzt, da der Kontakt mit ihm anscheinend zu Herzversagen führt. Steinversagen wird allerdings nicht erwähnt. Also solltest du keine Probleme haben. Ach so, weil wir ein Stein sind, weil wir gefühllos sind. Danke, GLaDOS. Nett wie immer. Die nächste Map in der Reihe, beliebteste Maps aller Zeiten. Wir sind immer noch auf Seite 1 im Workshop, also da geht was. Also diese ganzen Sechsteiler und so, das machen wir vielleicht später, wo mehrere Maps aufeinander aufbauen. Jetzt wollen wir erstmal so, Moment, baust du jetzt erst die Map zusammen? Oh gut, geil. Es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Okay, da. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend, GLaDOS, sehr beruhigend. Was machst du? Ah, Cubie. Cubie! Okay, was machst du? Eine Brücke. Tschüss, Cubie! Neuer Cube? Ja. Und fang. Okay, den können wir jetzt wahrscheinlich da hinlegen. Dann kommen wir hier rein. Nice. Hier kann man Portale setzen. Sollen wir uns mal merken. Oh gut, wird eh kaputt gehen. Okay, damit kommen wir doch jetzt bestimmt hier rüber. Nice. Wir brauchen aber den Cube. Yep. Okay, wir können aber... Ja, ich weiß, wie es geht. Wir können nämlich einen neuen Cube fangen, wenn wir hier rüberfliegen. Weil wir der Rüber-Überflieger sind. Das heißt, da kommt ein Portal hin. Das heißt... Du kommst mit. Tschüss. Hier kommt ein Portal hin. Neuer Cube. Brücke aus. Und der macht doch jetzt hier Boing, Boing, ne? Und so, ja. Gut, jetzt können wir hier rüber und sind drüben. Und jetzt können wir den fangen, im besten Fall. Jetzt! Fang! Yes! Die Skills, Alter, die Skills. Und die Tür ist auf. Nice! Gut gemacht. Danke. Als ich aufwachte und den Zustand der Anlage sah, begann ich mich nach dem Sinn des Ganzen zu fragen. Ich war so kurz davor, aufzugeben und dich gehen zu lassen. Danke, glaube ich. Laser. Laser. Fast. Laser. Achso, der muss da vorne noch dran. Das sollte ja gehen. Was machst du? Ah, neuen Cube. Okay. Ist mein Cube Reset. So. Cool, dann geht es schon mal auf. Und dann können wir... Bots! Bots! Aua, das Geräusch. Gut, wir können dann wahrscheinlich... Hier rüber. Cool. Da ist der Ausgang. Aufzug da oben. Da oben ist wahrscheinlich ein Button, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen vermutlich den Cube. Ah, hier drin gibt es eine Brücke. Mit der können wir bestimmt viel cooles Zeug machen. Aber erst müssen wir da vorne... Ah, Laser. Ja, Laser. Okay, lass mich überlegen. Das andere Portal ist noch da drin. Das heißt, ich kann doch den Cube jetzt, wenn ich ein blaues Portal da hinsetze, fällt es da rein. Und während er runterfällt, setze ich es wieder dahin und er schleudert es mir da raus, oder? Ja, Mann. Geil. Geiler Scheiß. Und jetzt kann ich mir doch einfach den Laser hier auch hochholen, oder? Ja. So, dann kann ich doch da aufmachen. So. Dann kann ich mir diese Brücke holen. Nein. Doch. Doch kann ich. Und zwar gehe ich jetzt hier rein. Ja, bei den Cubes habe ich immer ein bisschen Angst, weil... Guck mal, es gibt ja dieses... man kann sich ja so hochbauen. Warte mal, ich zeig's am besten hier vorne, wo es safe ist. Guck, die Brücke, man kann sie ja immer ein Stück höher setzen. Und mich selber könnte ich damit hoch... manövrieren. Okay, mit dem Cube geht's auch. Aber manchmal buggt der. Und dann fällt der Cube auf einmal runter. Deswegen bin ich mir da nicht, nie so sicher. Aber ja, das war auch schon die Lösung.
Habe ich aus Versehen gefunden. Zack. Und hoch. Geil. Wusstest du, dass ich die schon. Lösung für den Weltfrieden gefunden hatte? Dann ja hast schön. Du mich getötet. Alles futsch. Oh, alles futsch. Oh nein. Was haben wir getan? Oh nein. Ja, das war wieder eine kürzere Map. Beziehungsweise ich habe mich sehr, sehr gut angestellt. Aber sehr geiles Ding. Ich mag die Mechanik mit diesem... Es ist wahrscheinlich Solid Field, wenn die Map so heißt. Ich mag das Solid Field. Und wenn wir deutsche Dings da haben, wenn Gladys Deutsch spricht, ich weiß nicht, ist Color Cube Man dann ein Deutscher? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, richtig coole Map. Hat mir Spaß gemacht, lieber Color Cube Man. Great Map. Und wir sehen uns in der nächsten Map. Ich war ja Mossi, auf Wiederkuscheln. Und der Daumen ist auch da. Ciao!